Ich freue mich so auf PUBG, dieser Content ist so lustig und geil anzusehen. Alter, das freut mich, KingMixery. PUBG ist extrem schlecht bei uns allen. Von dem, was ich bisher gesehen habe. Also sowohl bei Agurin, bei Kani, als auch bei Freddy und mir. Weil egal, sind die Zahlen extrem schlecht. Das heißt, die meisten Leute haben überhaupt keinen Bock auf PUBG. Was aber fein ist, weil wir Bock auf PUBG haben und wir haben ja auch ein Ziel. Ich habe auch gestern gesehen, fuck, ich hab die Wege gemisst, das sagt. Ich kann doch verstehen, also PUBG ist halt für die meisten Leute einfach, du lootest halt und dann stirbst du. Das ist nicht so geil zum Angucken, ne? Du lootest für so 40 Minuten und bist einfach tot. Das ist basically PUBG-Gameplay. Schon sehr true. Aber es macht Spaß zu spielen. Aus meiner Sicht war der coolste Battle Royale, auf den ich Lust habe, einfach weil es eben so lange dauert. Bei Fortnite Warzone ist mir einfach viel zu schnell. Kannst einfach sterben und direkt in die nächste Runde starten, das juckt niemanden. Aber wenn du bei PUBG stirbst und du verlierst 40 Minuten Gameplay, bist du einfach sauer. Ist schon geil. Game ist schon sehr witzig. Gerade so viele Mins gemisst, die Landing Phase muss man wieder fokussen jetzt. Sonst hat der Nah wirklich 55% Winrate in Lane. Alle Mins gemisst und trotzdem 2 Autotex kassiert. Also ein Minion, das war nur einer. Was denn? Ich hab die Lightning Phase ihm viel zu leicht gemacht im Early Game. Die Wave bouncen und es für ihn härter machen. Ich habe schlecht gespielt, die ersten paar Level. Ich habe über PUBG nachgedacht und über die kommenden Twitch Rivals. Denn am Dienstag, geliebter Twitch Chat, spielt NNO Twitch Rivals, zumindest 4 von uns, denn PUBG kann man nur zu viel spielen und Pulke hat auch nicht so viel Lust auf PUBG. Aber wir spielen Twitch Rivals PUBG und es wird sehr hart. Ähnlich wie dieses Game hier, denn es steht jetzt schon 3-0 für die Gegner. Ich hab die Wave so schlecht gebounced. Ich muss eigentlich immer Bounce spielen. Ich sollte immer Base gehen und TP'en. Keine Frage. Aber ich vermag das Grave aber noch, um ihn zu canceln. Das wäre super. Gerade, Mann. Und wir wissen nicht mehr unterm Turm. Ich hätte schlechter lasten sollen. Und schneller pushen da stattdessen. Hätte man keine Tabis, I guess. Ja, ich versuche ihn sehr offensichtlich zu baiten. Aber wenn ich zu verlieren dabei. Ich komme sogar so leichter die Base, als wenn ich nach oben gehe und er mir hinterher dashen und flashen kann. Graves all-shattet X9 Botlane. Das ist natürlich nicht so geil. Okay. Ich habe meine Lane echt nicht gut gespielt. Ich kann die Wave da viel besser bouncen. Einzig guter war, dass ich ihn zumindest soll-int habe. Leider habe ich dafür Flash aufwenden müssen. Aber es ist immer gut, soll-in und ihn zum Base zu zwingen, bevor er genug Gold hat für Tabis. Wenn er beim First Base Tabis hat, ist er actually stärker als ich für den Rest der Zeit, bis ich selbst mein Sandro habe. Eigentlich wollen wir einen Reset auf uns beiden haben für 700 Gold und ich will eigentlich gekillt haben. Mit Flash Ignite habe ich definitiv Kill Pressure, wenn ich die Wave bounce und die Brand hier spiele. Die war das sehr angenehm zu spielen gegen Gnarl. Bei Zeit. Wanna save that light. Unless you show me how. Ist mega nah, er ist Level 6, also wollen wir kurz einfach nicht fighten. Die Wave bounce der eh zu uns, dann werden wir auch Level 6 sein. Er pottet noch vor der HP. Why? Davor Base zu gehen, einfach danach und dann ist sein Pot ihm auch egal, ha? Huh?
eine E bekommen. Leider kein Ignite ab. Würde ich ihn jetzt auf der nächsten E wahrscheinlich all-in können. Also habe ich, glaube ich, nicht schnell genug Killpressure, bevor Mega nah ist. Jetzt schon Ignite hätte, aber wahrscheinlich wäre Mega nah. Double Kill Bot Lane. Gegner haben sich übernommen. Jinx ist ein bisschen back im Game jetzt. Mit zwei Kills ist wichtig. Oh, wichtige Ult über seine hinüber. Sehr gut gespielt von mir. Mal gucken, ob ich deswegen überleben darf oder ob ich einfach angeflasht werde. Ja, kann ich nicht besser spielen. Kann ich nicht besser spielen. Ich werde angeflasht und sterbe halt, ne? Aber ich kann es nicht besser spielen als das. Ich verliere sehr, sehr viel. Weil der Lane eigentlich ziemlich zu Ende. Jetzt 3 CS behind, aber wir haben so 12 Minions verloren. Die Wave davor und die hier. Sehr scheiße. Meine Jinx kriegt einen Double Kill und schreibt FF it. What the fuck, mate? Jetzt ein halbes Level behind. Na, hat noch eine Platte bekommen. Schon eine sehr schlechte Ausgangslage jetzt. Not sure how I win the game. Hat nahe Tabis und er wird auch dann wahrscheinlich so entweder Sheen haben oder Halfbound X. Bin sehr fucked. Ja, er hat Tabis und Halfbound X. Das Worst Case Szenario. Immerhin ist ein smarter Spieler, was Items angeht. Auch sehr einfach zu sehen hier, dass du gegen 3 AD Carries und eine Camille Tabis rushst und dann Movement Speed gehst in dem Matchup. Absolut leicht zu sehen, aber trotzdem machen es manchmal Leute nicht und rushen einfach dumm Triforce. Aber jetzt habe ich halt wirklich null Counterplay. Alter, ich spiele am Tomago genommen, bevor sie... Na, ich kann halt nicht mehr spielen. Ich wurde von Karma jetzt gedived und jetzt von Elise. Und beide war... Also... Ja, die nehmen auch nahe einfach das Leben ab. Er muss nichts machen, um zu gewinnen, wenn sie so spielen. So sad, dass sie runter-eht und ihre Spinnen-Tomago nehmen. Und deswegen ist der Turm schon noch in der Luft und sie stirbt nicht mal in Ignite Auto-Attack plus Turm-Shot. Ja, ist unplayable jetzt leider. Support, nicht Support. Midlaner und Jungler haben meine Lane beendet. I mean, I don't know. Zack. Zack, sehr. Nicht so wirklich fun. Aber plättern die Gegner. Drei Plates behind, zweimal gestorben an den beiden anderen und ja, es ist so lost auf Toplane. Sie ist aber Full HP, weil sie ein Jungler ist. Naja, ist okay. Die kann mich Tower diven, ein HP gehen und ist dann Full HP, nachdem sie Herald gemacht hat. Sind zwei Level behind, ha? Huh? Ja, ihr sollt mich einfach diven, Herald beschwören und ich bin. Es ist so einfach, mich weiterhin zu abusen. Warum nicht weitermachen? Ja, dann den Melee Angel. Vielen Dank für deinen Sub, Mann. Willkommen. Danke dir. Danke dir, Melee Angel. Engel. Angel, Engel. I mean, das ist einfach League of Legends, ha? Mein Team ist es, das schreibt Hope for Fast FF. Ja, aber warum denn? Ich bin doch der Einzige, der hier nicht spielen darf. Ihr dürft doch noch spielen. Ihr solltet Spaß haben. Ihr habt Drake bekommen. Kriegt Botlane-Kills, während ich hier gezoned werde von meiner gesamten Existenz. Ihr solltet happy sein und euch freuen und gewinnen.
Ich sollte derjenige sein, der im Chat tiltet oder was? Ach man, League of Legends, ey. Er hat sich bewusst dagegen entschieden, Harry zu beschwören, weil ich jetzt noch weiter gebuddelt werden kann. Ich bin 2 Level behind. Ich kann nochmal gedived werden. Das ist kein Spaß, dieses Spiel. Null Fun. Mit und Midlaner und Jungler gegankt und ich kann halt nichts machen. Schon sehr boring. Hey, danke dir, Luflo. Vielen Dank für deinen Sub, mal willkommen. Danke dir. Oh, schön, dass seine Ulti clean gedodged. Na, da krieg ich den Kill nicht. Ach man, wir spielen das actually so gut. Und belohnt werde ich nicht. Wenn die Igniter töten mich, also, I can't I don't wanna go in. Weil der nicht ignited, sondern Seraphine. Schade, Mann. Eigentlich sollte nachher hier gleich Mitte gelaufen sein, aber wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Na, ja, ist top gelaufen. Okay. Ja, wir sind free. Wenn die Rakete trifft, ist gewonnen. Fucking geil. Fucking geil. Weil ich den Kill bekomme, also kann ich nicht Base gehen für mein Item. Ich habe jetzt zweimal sehr schön seine Ult gedodged, spielen das mechanisch clean. Wurden nicht belohnt von League of Legends, weil wir einfach von anderen Leuten gekillt werden, aber dann haben wir immer mal nah gekillt. Aber er hat 5 Platten bekommen, ich habe 0 Platten bekommen, ich bin turbo-fucked. Also ich bin immer noch sehr, 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 sehr far behind. Aktuell bin ich 2333 Gold in Items behind, ha? War noch für eine Weile nicht Base, aber ich habe auch nur 700 Gold, also wenn ich Base gehe, kann ich nicht so viel Gold ausgeben, wie ich behind bin. Unplayable, leider für mich nach wie vor. Ah, vielleicht der Sunrun, dann wird das Leben vielleicht besser. Hoffentlich. Weil seiner ist ja so aggressiv dabei, aber er spielt das einfach nicht gut. Und jetzt werde ich gepinkt, ne? Ich kann das Spiel nicht spielen, wer von anderen Leuten gedived und mein Team flankt mich dann während wir nur Botzeit spielen. Das ist dann wieder geil, einfach. Ich hasse League of Legends. Mann, nee, stimmt gar nicht. Korrektur, ich hasse Top Lane. The Champions. The last light. Soll ein bisschen freezen, um zurückzukommen. Zu far behind, um proaktiv zu spielen. Wenn das Team auf der strong Seite verliert, dann ist eh nichts zu machen. Das sagt sehr. Versucht das 3 gegen 3 zu nehmen und werden getriple killed. Zu 0. Ärgerlich, da nichts ändern. Gute Chance, dass Seraphine gleich einfach an nahe stirbt und sie. Also, der ist schon in Ewigkeiten, kann der Mitte sein. Yep. Das Dumme ist immer in solchen Games, mein Team ist mehr tiltet als ich. Ich habe nicht ein Wort geschrieben, aber look at the shit. Die wurden alle FF, ich kann Lich-Spiel nicht spielen seit 10 Minuten. Habe ich nicht gut mechanisch geholt, das hätte ich besser machen können. Der erste holte ich nicht gut, hab von ihm. Nimm noch die Wave, ja, tu es. Erstmal, dass ich dir begegne. Schade. 2 von 3 Ults haben wir gut geultet. Die dritte leider nicht.
Can we bring to fall the giants? Also ich glaube, geblockt wurde von Karma. Aber ich kann nicht hoffen, rein zu flashen. Not gonna work. Na, sein HP über ATP, also. Game ist wunderbar, wenn Jinx irgendwie eine Milliarde Reset bekommt oder so. Wenn er Bot in ist, dann pushen wir top durch. Weil den hoffentlich mit innerp, das wäre nicht schlecht. Jetzt er findet jetzt einen Nachstück, das ist ja kacke. Gefühllich werde ich anrotiert. Hoffe ich, darf ich noch Base. Sieht nicht so gut aus eigentlich. Wenn das Fest schon losgelaufen ist und jemand Rheinland hat, werde ich hier gecancelt. So what if you can see the darkest side of me? Objective Bounties are available soon. Gut, dass wir Top noch nicht bekommen haben. Vielleicht können wir den bekommen, während die Gegner für Drake gehen. Die Wave bounce jetzt auch. Snarf verliert der Ressourcen und Farm. Oder aber Karma, je nachdem wer von beiden die Seite bespielt. Dann haben wir aktuell Botlane. Weiß hätte ich wirklich was verloren, einfach Botwave gefarmt stattdessen. Aber die Person, die Wave hier haben müsste, verliert. Er kriegt einfach beide Waves, alles klar, dann fällt er nicht wirklich was, dann kriegt er sogar was. Aber auf Kosten von Karma. Was ich für Leben ich an Crux verliere. In dies kann sie einfach an Crux voll Spiel halten oder an Heralds und ich verliere half HP dran. Mit zwei Pots auf Cooldown jetzt. Crazy. Aber deswegen gehen wir jetzt auf Ravenous Hydra. Die 5-Mann-Rotation auf Toplane. Aber ihr seid alle so am Trollen. Tschüss. Wer das ganze Game verkauft, ich habe da kein Play. Auf einen fast mega nah. Bin es lang gedodged. Das Duo erweitern. Geil, dass er nochmal nach vorne gelaufen ist. Gegner werden dafür Mitte nehmen, was uns komplett scheißegal sein sollte. Mitte und Drake. Und danach können hoffentlich Jinx einfach Mitte Wave klären. Hey, nein, der Trick. Finger von der Zappe, komm. Ja, ist gut, dass er noch mal vorne läuft. Gerade auch wenn mega nah. Wenn er sogar ausläuft. Frischer Fehler auf uns rauf rotieren müssten, wir entweder auf die gehen oder einfach Base gehen. Wir haben keine Seraphine Ult, keine Camille Ult. Die werden uns einfach töten. Well, Jinx kann sehr gut Superminions clearen, das ist was Positives. Aber ansonsten werden wir für Nash Steel spielen müssen. Keine andere Wahl. Mich sehr wundern, wie unten ein einzelnes Cap noch am Leben wäre. Bugs sind, Gnob ist ab, okay. Ein zweimal Botlane, aber natürlich kann der nah dazu TP in der Theorie. Die Gegner könnten jetzt auch schon auf Nash drauf sein. Macht viel, wir haben mal drei AD Carries und eine Seraphine, niemand kann Face checken, das heißt Nash ist probably einfach tot.
Wir wird auf ihn drauf gehen, wenn er schon hier bist die ganze Zeit. Wir warten jetzt einfach, bis er nach vorne läuft. Wie er genau ausgelaufen ist. Nice. Kriegen zwei Nashes, nicht schlecht. Brauche halt noch viel mehr Gold als das, aber. Schwer an die Shotguns ranzukommen auf Elise und auf Helios als auf den Narn, denn er grieft Loki. Also er grieft halt im Sinne davon, dass er einfach stirbt, wenn er nicht sterben muss. Wenn er Nash hat, kann er einfach mit der Zeit alles nehmen. Aber Botlane zu pressuren, während sein Team halt gewinnt und Nash holen kann, natürlich nicht dumm. Gibt absolut Sinn. Aber wir sind jetzt zurück im Game, was XP angeht. Er ist so fast Level 14, ich bin Level 13,5, ist okay. Ist okay, it's not great, not terrible. We'll never wash away his sins. Ist auf jeden Fall ein fett geschildeter Fedos. Mit seinem Blutdurster plus Thresh plus Almasat. Ja, ja, ja. Kurze Schelle verteilt. Huh. Wir können happy sein, dass Botlife noch nicht da ist, denn erstes Mal, dass wir Fidos beginnen und erst schnell zählt mein Gesicht. Er hat Nash, er hat Drakes, er ist 7-0. Na, TP rein. Wir werden Silence nehmen. Wenn er jetzt nahe sogar wegtippt ist, können wir das spielen. Mit in der Respawn dann. Und dann spielen wir auch, dann verteidigen wir auch Botlife für eine Weile, solange es geht. Ja, ab Fidos bitte. Geil, Mann, Jinx Resets. Pentakill. Langsam spielen, vielleicht spielbar. Jetzt Kreuz. Pentakill. Unofficial, nee, war ein Quarterkill. Unofficial Quarterkill. Den letzten Kill gejoinkt. Pass auf Feines. Geil, die haben nochmal gegrieft und wir haben eine sehr geile Ult gelandet. Die hat nämlich Aphelios reingeworfen. Und Thresh hinter ihm geroutet. Ich habe quasi das Ziel hinter ihm geultet. Dann ist Aphelios in mein Team reingeworfen worden. Und musste dann quasi wieder auf mich raufflashen. Wenn wir jetzt noch Drake kriegen könnten. Jinx hat einen Crawler geholt, das heißt jetzt auch Damage langfristig. Und ein bisschen Comeback-Möglichkeiten mit sogar mehr Kills als die Gegner. Aber sind noch sehr far behind in halt Türmen und Platten und Nash und allem drum und dran, aber Kills einfach sogar zweimal, ja. Mal gucken, ob wir zum Drake rechtzeitig kommen. Mit in der Respawn, wie gesagt, das ist nicht das Problem. Sogar wenn wir jetzt Top-Lane sind, ist auch sehr geil eigentlich. Aber natürlich das Gold selbst, der Türme. Jinx scheint zu recon oder so. Geben wir den Drake. Okay. Wir geben Drake definitiv. Nutzen wir die Zeit, um zu farmen. Ein bisschen unsere Items so stacken im Optimalfall. Also Ravenous Hydra. Level 15 werden wäre nice. Popular Monster. Oh, nice, nice, nice. Er muss jetzt auf jeden Fall Base gehen. Dritten Indem müssen wir defenden. Wenn ich drei offene Indems haben, die drei Indems gewinnen wir auf gar keinen Fall das Game. Muss tankier werden auch diese Runde noch. Ich bin ja unser Frontline-Champion hier. No orders. Hallo? Kein Off-Camel? Nicht schlimm, nicht schlimm. Wir nehmen ein Freak Limit. Und eine Weile Zeit, bis wir Top Wave beantworten müssen. Wir können das hier Wave klären, wir haben 3 ADCs. Das ist genug Range DPS, um zu klären. Wir können zwischen den Waves einfach kurz in die Base gehen, Fountain und hochheilen. Wir müssen halt bloß irgendwann für Nash spielen können.
I'm a cheater, I'm a non-believer. Na, statt 50. Ist gleich eine dreifach stackte Top Wave, aber ich clear die recht fast mit meinem Hydra Proc. Und meinen Thunder Procs. Jetzt dürfen wir so langsam das Spiel spielen. Wir waren ganz Landing Phase, aber fucked von den Dives. Und jetzt geht's so langsam los, dass ich ein Champion werde. Nicht zuletzt auch durch Farmen wie den hier, den ich einstreichen darf. Ich bin jetzt 600 Gold wert. Gut, dass ich einen Stopwatch habe. Ich habe vielleicht sogar vor dem Fight selbst noch Level 16 werden. Ich werde die Wave hier noch beantworten. Wenn wir jetzt schon kämpfen, wäre es nicht gut. Wäre Level 16 geworden, aber nicht so wichtig, wie früher rein zu rotieren, wenn die jetzt schon campen. Die haben mir noch die Zeit geben sollten, die eine Wave dazu farmen. Wäre der beste Play. Nur noch ein schlechter Play von mir. Mein Jinx war auch mit Wave. Ich habe jetzt genau auf der gleichen Wave geendet, auf der sie geendet haben letztendlich. Das war schlecht von mir. Wenn Jinx da ist, mache ich einen guten Play, aber es war schlecht von mir. Wenn sie mit Wave farmt, sollte ich genauso wenig engagen, wie mein Team engagen sollte, während ich Top Wave farme. Das ist einfach my bad. Ich habe mich mal Thresh gekillt. Ich habe zwar sehr gut seine E gedodged, auch sehr schön seine Hook gestopwatched, aber da zu sein ist einfach schlecht von mir. Nice, man. Wer wird da mein Team? Wenn jetzt nicht Nash gestillt wird, ist alles gut. Aber das... Nice. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Haben sie deutlich besser gespielt als ich. Beziehungsweise haben wir einfach den gleichen Fehler gemacht. Aber die sind halt zu viert gewesen und ich alleine. Deswegen ist es einfach mein Fehler schlechter. Ne? Mal besser. Definitiv. Kann gerne Hardcore engagen, auch gerne reinulten, gerne Stopwatchen. Ist ein toller Play, aber Jinx muss währenddessen hinten können. Graves muss währenddessen hinten können. Senna muss währenddessen hinten können. Ich habe drei AD Carries. Wenn ich für die Frontline spiele, ist das sehr gut von mir, aber wenn sie nicht da sind, ist meine Frontline useless. Das ist mein Fehler. Okay, wir haben jetzt Nash, aber nicht auf mir. Heißt, wahrscheinlich soll ich einfach mitgroupen. Und einfach versuchen für Jinx zu engagen. Deswegen, ich baue jetzt auf Full Tank Items, denke ich. Ich gehe jetzt erstmal GA, was ein Off-Tank Item ist, aber ich gehe, glaube ich, nicht mal Sturrock's Gage. Ich glaube, ich gehe vielleicht sogar einfach direkt Frozen Heart oder so. Ich hab ein bisschen wenig Leben dafür. Wenn ich wirklich Force of Nature kaufen, die Elise ist nicht stark genug, das zu rechtfertigen. Also insane engaged dann mit meiner Ult. Ja, Philos hat gedacht, er kann Laterne spielen, aber kann er da nicht. Reicht nicht, dass jemand anders gekillt. Wir haben gewonnen. I think. Hier ist Karma und sie das halten können. Sehr geiler Gage von mir auf Aphelios. Der hat komplett geintert. Er dachte, er kann Gale forcen, aber ich kann das spielen. Jetzt wird rein ulten und dann rausrennen. 4 gegen 2, wenn wir sofort diven auf Karma. Na, werden wir nicht schaffen. Keine Wave eine Weile. In der nächsten Wave maybe 8 Sekunden. Ja. Ich würde lieber rausgehen. Fast schon zu spät für Seele. Wenn er rein TP'd, haben wir ein Problem. Wir haben geintet. Wir machen den schnell zum Glück. Er ist out of position, der darf dafür geintet werden. Huge. Noch Tankier werden Tolkien einfach engagen für dein Team. Ich mach grad einen guten Job, die letzten paar Teamfights. Ich mach generell auch ein starkes Game, dafür wie ich abused wurde. Ich bin mittlerweile 2 Level nah und wir können Teamfights der frontal engaged sein. Wir brauchen mehr Leben. Ich würde sagen, wir kaufen ein wenig Leben, aber kein Sturrock's Gage und gehen danach Frozen Heart. Vielleicht ist es sogar wirklich einfach Anathemas, beziehungsweise einfach ein Giant's Belt und Frozen Heart. Ein Giant's Belt, Anathemas später, sie hier markieren. Karma macht zwar auch Magic Damage, Force of Nature wäre besser. Aber wir sollten mit dem nächsten Nash das Game gewonnen haben. Es sollte kein weiterer Soulfight entstehen. Mit anderen Worten, ich sollte Power Spikes erwerben, die dafür relevant sind. Das ist ein starkes Weakside Game, I guess. Ich bin für Top Inip. Ich hätte eigentlich Mitte flanken. Ich sollte niemals flanken. Ja, ich kann nicht auf ihn raufgehen, ich weiß.
Ihr sollt nicht flanken, weil ich der einzige Frontliner bin. Ich habe GA, ich habe Seraphine, ich bin tanky genug, so zu spielen. Muss ja nicht hitten. Ich kann sogar noch mehr Pressure am Pressure, wenn ich Fog of War spiele. Weil wenn die Ult hittet, ist der Typ tot. Aber ich gehe da nicht rein. Ich habe drei ADCs, die können meine Dinge den Turm belagern, während ich auf Midlane warte. Super Minions. Wird nicht geguckt werden über die Wand. Weil eigentlich, Leute, wir warten noch mit Wave. Ihr müsst auf den Waves den Turm hitten. Da ist mein AD Carry sich da, um auf der Wave den Turm zu hitten. Jetzt haben wir eigentlich mit Wave gerade angekommen. Da hätten wir durchaus pushen dürfen. Einfach sterben lassen, nicht noch mehr Leute hinten. Übrigens kann ich nicht hitten, also gehe ich raus. Oh no, Leute. Ah, das ist so cringe. Aber Jinx stirbt nicht auch noch. Aber rausrennen, die haben keine Waves, die Gegner. Ich kann aber nicht enden. Ich habe keine Midwave. Wir wollen die ernsthaft die Türme facetanken. Ich keine Wave! Die können nichts machen, außer David nehmen. Oder wollen die versuchen zu enden? Ich weiß nicht, mal gucken. Gerade, dass mein Team so gestorben ist, wie sie gerade eben gestorben sind, war sehr bad. A Flash Hook of Seraphine. Kostet uns Double Inip. Das blaut, sehr, das blaut, blaut. Aber wir sollten immer noch Teamfights gewinnen, 5v5. Auch einfach gar keiner von meinen Teammates geflasht oder Flash gehabt. Jinx hat Flash, Graves hat Flash. Seraphine und Zen haben gleich wieder Flash. Das heißt, nächster Fight kann gewonnen sein. Wir gewinnen das Game straight. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall eine Menge Druck gegen unseren Super Minions, denn die sind ab, während Ash up ist. Und unser Mid in die spawnt gleich. Also lieber wenig zögern und einfach direkt reinjoinken. Ich spiele Engage und ich carry das einfach, Mann. Ist ja fucking geil. Ja, that's right. Ich flank euch und ich töte euch. Nice, GG. Nice. Frustrierendes Game in Lane. Aber die Gegner, vor allem der Nah, einfach nicht gesnowballt. Sie haben einfach zugelassen, dass wir sie immer wieder abholen und die haben gespielt, als ob das Game gewonnen wäre. Bis wir dann den Fast Pentakill in deren Base hatten. Landing Phase, no doubt, sehr frustrierend. Ich habe kein gutes Early gespielt, was die ersten drei Waves angeht. Ich hätte die Wave besser bouncen müssen. Weil werde ich gedived von Karma, gedived von Elise, gezoned von Elise. Die threaten, dass sie Harold beschwört, ich das Spiel nicht spielen darf. Sehr, sehr hartes Game hier einfach zu spielen. Weil wir halt einfach uns gegenüber sehr viele Ressourcen der Gegner sehen. Wir haben zweimal sehr schön seine Ult gedodged. Hier das erste Mal später, das zweite Mal beim nächsten Dive. Aber mit Flash der beiden ist es natürlich egal, ob ich hier outplaye. Ich werde einfach angeflasht und ich werde sterben. Und dann passiert leider das gleiche nochmal. Und danach ist halt wirklich für mich einfach angesagt, ich muss jetzt scalen. Wenn ich nicht scale, ist es halt einfach, ich bin einfach useless. Ich muss farmen und warten. Und dafür gesorgt, dass ich nicht spielen darf. Das ist auch so krass, dass es bei ihr nicht so funktioniert. Das ist so wild, oder? Das, der Fakt, dass sie jetzt den Turm dodgt, was ist natürlich, könnte Camelot auch, ist fein. Aber jetzt nehmen die Spinnen ihm erstmal Aggro und die Autotech ist in der Luft von den Spinnen und jetzt re-Aggro, die wird auf Camel re-Aggro, weil sie mich gekillt hat, auf Elise. Und der Turm kommt aber nicht mehr durch, der Autotech. Das ist so insane, dass sie einfach das so überlebt. Weil ich glaube auch, sie hat es gut gespielt, ne? Sie hat nicht sofort gequeued, sie ist kurz gelaufen. Sie ist kurz nach unten gelaufen, hat quasi gewartet, bis die Spinnen gespawnt sind und der Turm sie anvisiert und hat dann gequeued. Und das Wildeste an der ganzen Interaktion ist jetzt, sie ist ja quasi, sie hat 200 Leben. Sie ist noch ignited, sie hat 150 Leben. Und jetzt läuft sie eiskalt in den River, macht Harold, ist Full HP durch Harold und dive mich einfach nochmal. Ja, einfach wahnwitzig, krass. Ja, diesmal kommen wir vom Dive davon, müssen aber flashen. Und geben einfach alles ab. Wir durften Lane nicht spielen und müssen einfach jetzt ewig scannen. Wenn es nach dem Lane-Phase zu Ende ist, der Nah hat halt 5 Playdings, First Turret und glaube ich einen Kill. Ich glaube, den anderen Kill hat Karma bekommen, der steht 1-0-1. Aber 2500 Gold ist er vor mir. Mal wieder einen schönen Dodge gegen seinen Ult. Ich glaube, hier war das, ne? Das war echt die Reaktion, es gedodged, aber ich habe später einmal verkackt.
Weil Len habe ich eigentlich ganz nice gemacht mit Ult zu dodgen. War gut von mir. Ja, der Kill war auch nice, aber ich bin einfach so far behind. Und jetzt ist einfach ewig Scaling bis zu der Teamfight-Situation in der Base. Wo die Gegner gehintet haben, wo Jinx beinahe einen Penta macht. Da sind alle schon sehr, sehr low. Ich weiß gar nicht, woran die low gegangen sind. Ich nehme an Seraphine plus Graves Ult. Ich war so auf jeden Fall nicht. Den einen Mini-Minion hier gekillt und dann reingeflankt. Da hat nicht mal jemand geultet. Wie sind die so low auf einmal? Ja, mein Ulti ist sehr, sehr geil. Ich hätte vielleicht noch einflashen sollen hier meine E auf die 3, aber ist nicht wirklich so schlimm. Weil ich ulti jetzt den Thresh und das ist gut von mir, weil Aphelios das da reingeworfen wird, ne? Weil Camillo zitiert ja alle Leute im Hexic Ultimatum. Mit anderen Worten, die nicht geultet werden, werden aus der Ult rausgepfeffert. Das heißt, im Endeffekt, dadurch, dass Aphelios nicht ulte, ist er besser, als ich sieht. Jetzt wird er rausgeworfen von meiner Ult, ist quasi so Lee Sin Kick, Reichweite knapp. Und dann muss er zurückflashen und stirbt einfach. Wo meine E hätte durchaus besser sein können, aber mein Flash war nice gegen Juk, meine Ult war gut. Aber meine E war kacke. Say what I don't mean. Und jetzt macht Jinx einfach eine Pentakill-Angle natürlich. Sie kriegt einen Quadra. Inofficial. Natürlich am Ende die Karma, was auch egal war zu dem Zeitpunkt. Hauptsache wir kriegen Kills. Ich glaube, was schlecht von mir war diese Runde, ist Hydra zu kaufen. Meine Rolle in dem Game ist halt wirklich ausschließlich Engage zu sein. Ich bin unser einziger Engage, ich bin unser Frontliner. Ich gehe halt rein. Und das habe ich ja später auch sehr gut gemacht, aber ich kann halt mehr Gold in diese Stärke investieren, anstatt in Wave Clear und so weiter. Obwohl in dem Game mit Super Minions auch Hydra nicht so bad ist, ehrlich gesagt. Show you what I mean. Das hier war absolut terrible von mir. Wir hatten hier die Situation, wo ich Top Wave farmen sollte und dann rotieren wir für Nash rein, weil wir müssen halt die Super Minion Wave beantworten, wenn wir 16 werden, wäre halt Bonus. Aber vor allem Super Mini Wave beantworten, während wir für Nash spielen. Und mein Team fightet halt jetzt bereits, was eigentlich nicht so geil ist, aber sendet im Positiven. Und jetzt ist genau das gleiche andersrum und meine Jinx klärt eine Midwave. Das ist aber auch ein bisschen zu dem Zeitpunkt, ne, guckt auf Jinx, sie läuft jetzt quasi rum. Und man könnte daran denken, sie läuft jetzt zu mir und wir können fighten, aber sie dreht jetzt nochmal um und geht für die Wave. Während Seraphine TP und ich bin jetzt halt schon reinkommittet. Aber sie ist halt nicht da. Auch wenn sie jetzt schon quasi auf Höhe der Raptoren wäre, es ist immer noch einfach ein schlechter Play von mir. Engagen ist super von mir. Ich habe auch gut gegen seine Spades gearbeitet, aber wenn niemand hitten kann, ist der Engage halt useless, ne? Und da mein Fehler. Ich habe gleich den Fehler gemacht wie mein Team, bloß war ich alleine dabei und die haben halt den Fehler gemeinsam gemacht. Dadurch war es deutlich weniger schlecht als von mir. Mein Team macht noch einen geilen Cleanup, weil die Gegner hier griefen. Die hätten einfach rausgehen können und für Nash spielen können, während Top Wave reinpusht. Denn deren Play ist ja eigentlich immer von den Gegnern niemals reinzudashen mit Gnar. Du tötest Camille, das war's. Und jetzt gehst du raus. Dadurch, dass Gnar reindasht, werden die ein bisschen zum Kampf verlockt. Aber selbst jetzt könnten sie nur rausgehen. Und für Nash spielen, während Superminions die Base belagern. Aber Nah hat es möglich gemacht, dass es hier mehr gibt. Die hätten einfach einen Freekill auf den Inter haben sollen. Ich war in dem Fall der Inter. War es auch mein letzter Tod, dieses Game. Mein Team macht geilen Play, kriegt Nash. Und da absolut gesmurft. Das habe ich nicht gut gemacht. Und das war frech von der Fedor so zu spielen. Weil selbst wenn du Laterne kriegt, das ist mir doch kackegal. Ich ulte dich und die Laterne wird gecancelt. Und danach ist natürlich immer wichtig, dass ihr nicht drinstehen wollt. Ne? Ihr wollt jetzt am Rand des Hexer Ultimatums spielen. Aphelios ist CC, die Leute werden hier hinten können und ihr steht einfach hier hinten. Steht ihr hinten am Rand, ihr trefft eure W auf 3 Mann, was geil ist. Ich glaube, ich habe 2 Mann getroffen, Aphelios wurde nur von Ravenous erwischt. Aber spielt keine Rolle, der ist schon tot. Wir haben unseren Job gemacht, ne? Wir sind engaged und danach gucken wir, dass wir nicht sterben. Und machen danach den V-Engage mit True Damage, wann immer es geht. Wir hätten vielleicht enden können, wenn Jinx und ich mehr durchgezogen hätten. Wenn ich einfach konstant nach vorne laufe und Jinx auch einfach hittet. Könnten wir das machen, was Graves und Seraphine haben, vielleicht enden können. War nicht so geil. Na, Intet hier. TP rein. Ich kann auf ihn committen, weil er halt als Einziger da ist. Also, CC ich ihn einfach, mein Team kann ihn töten. Ich mache ja auch guten True-Damage. Jetzt, das ist so ein Moment, was ich nicht verstehe. Das machen wir super gut. Wir haben 3 ADCs und eine Seraphine. Wir hitten den Turm, während wir halt den Turm hitten sollten. Aber aktuell sind ja 5 Mann Top-Lane. Trotzdem hitten wir den Turm auf einer Cannon-Wave. Worauf wir ja quasi warten, ist immer Mid-Wave. Und wenn ihr auf die Minimap guckt, Midwave ist ja im Anlauf, Midwave wird durchpushen. Und sobald einer Midlane beantwortet, fällt hier der Turm. Das heißt, eigentlich, wenn dann geht Camille vielleicht Mitte und wir warten auf die Wave. Aber ich will nicht wirklich Mitte gehen, weil ich unser Frontliner bin. Wenn wir noch einen anderen Disengage-Champion hätten oder einen Frontline-Champion hätten, würde ich Mitte immer gehen. Wenn wir jetzt hier so Wukong-Jungle hätten oder sowas. Aber wir haben Graves-Jungle. Wir haben 3 AD-Carries und eine Seraphine. Das heißt, ich bleibe einfach da und das Superminions pushen, was vielleicht auch falsch ist. Vielleicht sollte ich Split-Pushen gehen. Aber in Solo-Queue und in dem Game habe ich zu viel Angst davor, dass mein Team einfach grieft. Und guess what, sie griefen. Denn eigentlich jetzt, wo wir gleich Pressure in Mitte haben und dadurch Toplane nehmen dürfen, lösen wir die Pressure auf Toplane auf und gehen einfach weg. Und jetzt wird irgendwer in Rotation gecatcht, ne? Jinx läuft jetzt aus irgendeinem Grund Mitte. Wir sollten eigentlich zu viert auf der Wave hier sein und Camille sollte hier Fog of War spielen. Kann, was mein Team macht.
Dass sie jetzt Mitte laufen und nicht mehr die Wave spielen, während die Gegner... Die Gegner sind jetzt zu viert weggegangen oder zu dritt. Wahrscheinlich spielt Thresh Laterne. Weil es sind nicht mehr fünf Leute am Turm und wir geben die Cannon Wave auf. Und auf der Cannon Wave davor haben wir den Turm gehittet. Was halt zackt. Jetzt wird Seraphine geflash-hooked, was einfach ihr Fehler ist. Da darf es ja so nicht stehen, ne? Stark von Thresh, das zu sehen. Fehler von Seraphine, daran zu sterben. Und jetzt kommt so der Chain-Int. Und honestly, sowas kann einfach das Game verlieren. Wenn die Gegner eine Wave hätten, auf die hier Nati peen könnte oder so, und die danach zu rotieren, kann man hier das Game verlieren. Gleich mal vor, Bob Dave wäre ein bisschen weiter durchgepusht. Mein Team macht diese Fehler und irgendwer bricht meinen Recall ab, weil ich bin als einziger nicht gestorben. Dann endet einfach nah das Game auf Bot Wave. Mit 15 Sekunden Death Timer gar kein Problem, wenn die Wave ein bisschen besser stehen würde und RTP hätte. Also schon problematisch so zu spielen. Glücklicherweise endet es einfach nur im Double Inhib, weil die Gegner keine Wave haben, aber also das war einfach sehr weird, wie wir unsere Pressure aufgelöst haben, während wir eigentlich Pressure haben sollten. Und auf der Wave, auf der wir weniger Pressure haben, haben wir es richtig gemacht. Aber anyway, danach habe ich einfach gesweept, bin durch den River gelaufen und habe auch engaged und dann war das Game sofort gewonnen. Alles, was ich machen musste, ist mir den Weg freibahnen. Senna kommt mich noch buffen, was extrem geil von ihr ist, dass ich da noch kurz unsichtbar mit Movement Speed reinlaufen darf. Ich treffe einfach Null auf irgendwen, es spielt keine Rolle auf wen. Der Erste, der stirbt, mündet sofort in Jinx, Pentakill. Also einfach Karma, weil sie halt da stand. Und dann ist einfach Explosion into GG. Denn ich habe so viel Damage in meinem Team. Und auf faire Weise hatten nicht alle meine Teammates wieder Flash. Nachdem sie gerade gestorben sind, hatte kaum jemand Flash. Jetzt haben alle Flash, außer mir. Ich brauche ihn nicht, ich habe GA und meine E. Also kriegen wir Pentakill und enden das Game. Der anstrengende Laning Phase, ein schlechter Drake-Fight, ein schlechter Fight, den ich meinte. Da mein dritter Death war bad. Da habe ich einfach nicht gut aufgepasst. Schlechten Engage gespielt. Und ansonsten war ich mit dem Game eigentlich recht happy. Hat nicht so wirklich Spaß gemacht zu spielen in Lane, aber wir haben uns sehr gut angestellt auf Weakside. Hat weniger Damage gemacht als Gnar und weniger am Game machen können, aber wir haben einfach quasi, nicht runtergerannt. Mein Team wollte auch die ganze Zeit FFen. Ich war zwar sauer und habe Twitch hat erzählt, wie sauer ich bin, aber ich habe es nicht geschrieben. Ich habe einfach konstant auch so gespielt, dass ich Ressourcen kriege. Weil ich das Game quasi als Tank beende. Mit 16 Assists und kaum Damage im Vergleich zu dem, was Kamel sonst machen kann. Aber halt trotzdem habe ich meinen Job gemacht mit einer Draft wie dieser hier. Aber Platte noch an mein Team. Gerade den Fight, den ich verkackt habe, haben sie echt gut gesmurft. Ich meine, sie haben auch im Endeffekt Nasfehler bestraft, dass er nicht einfach für Nash geht, sondern für den Fight. Aber ja, mein Team hat es echt gut gemacht. Bei Platte an die. Meinen schlechten Fight haben die getragen.